Von El Dödel. Wie steht der Agitator denn zur AfD? Und vielleicht kannst du da einen Kontext setzen, wie du zum BSW stehst, wäre dann noch meine Frage dazu. Also das gibt, die AfD ist ja auch leider keine homogene Partei, deswegen kann Das man ist das sehr nicht so richtig. einfach beantworten. Also das Wirtschaftsprogramm der gesamten AfD, das lehne ich ab. Das ist neoliberal. Die AfD hat sich auch beispielsweise gegen den Mindestlohn von 14 Euro ausgesprochen, gegen eine Lohnpolitik. Also Lohnpolitik spielt selbst im sozialpatriotischen Flügel keine besondere Rolle. Also die AfD ist immer noch eine neoliberale Partei, obwohl es dort vernünftige Leute wie beispielsweise einen Björn Höcke gibt, der ja nicht so komplett verrückt libertär ist wie Ah. Leute, die ausgetreten sind, wie Jörg Meuthen oder Johanna Kotar. Also das sind ja Leute, die wirklich völlig abschon im Schuss waren und wo die AfD sich selbst auch einen Gefallen damit getan hat, dass diese Leute jetzt draußen sind. Meuthen war Aber ein die ist Kack, mir der war überhaupt nicht definitiv überzeugt. neoliberal als Gesamtpartei. Finde ich Was erstmal gerade sehr Außenpolitik an. interessant, sorry, dass ich unterbreche, dass du gesagt hast, dass ein Björn Höcke eher vernünftiger ist als viele andere in der AfD. Das sehe ich persönlich nämlich tatsächlich auch ähnlich. Jetzt aus verschiedensten Gründen. Aber man hört ja zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel einem Erwin nur so zuhört, oh Höcke, das ist bestimmt der Schlimmste dort und so. Das sehe ich eben gar nicht so. Gerade aus linker Perspektive würde ich argumentieren, dass ein Höcke da noch eher näher dran ist an der linken Wirtschaftspolitik als Beispiel oder an vielen anderen Sachen, als jetzt sagen wir eine Alice Weidel oder ein Chrupalla. Würdest du das auch so sehen? Ja, würde ich auch so sehen, aber mir fehlen auch bei einem Höcke viele Details. Also spricht dann von einem sozialpatriotischen Kurs oder sogar von einem preußischen Sozialismus, wo er dann einen Satz später sagt, das hat mit Sozialismus natürlich nichts zu tun, was ziemlich selbstverständlich ist. Es gibt in Deutschland keine sozialistische Kraft und sowas, gerade in einer Partei wie der AfD zu fordern, wäre ja politischer Selbstmord. Also, aber da kommen keine Details hinterher. Also es sind viele Worte, aber wenig detailliert ist. Und es gibt ja Leute wie Benedikt Kaiser, die da ein bisschen mehr zu geschrieben haben. Da müsste ich mich wahrscheinlich ein bisschen tiefergehend mit auseinandersetzen. Ich habe aktuell noch ganz viele andere Sachen auf meiner Leseliste, deswegen kommt das wohl etwas kürzer, zumal ich, wie gesagt, den sozialpatriotischen Flügel nicht für hegemonial innerhalb der AfD halte. Hier haben wir direkt einen Kommentar mit einem Schmunzeln wahrscheinlich. Der Agitator ist Fan des rechtsextremen Flügels. Je. Ja. Ich bin kein Fan, ich habe nur gesagt, dass ich den lieber mag als ja, vor allem die westdeutsche AfD. Das Du ist magst ja in also den Westdeutschland. rechtsextremen Flügel. Du magst also Höcke, den man einen Faschisten nennen darf. Was ja Also auch für wieder Leute, die blöder wissen, wie Frame man ist, ja. Komparativ verwendet, für Leute, die wissen, wie man Komparativ verwendet, dürftest du diese Frage nicht stellen. Ja, aber was mich auch in der westdeutschen AfD viel stört, diese Nähe zur Rüstungslobby und dieser Transatlantizismus. Also da gibt es ja noch ganz viele Transatlantiker, noch ganz viele Leute, die die NATO toll finden, ganz viele Leute, die jetzt Israels Krieg bedingungslos unterstützen. Da gibt es ja wirklich gruselige Bundestagsreden von beispielsweise Alexander Gauland. Also sowas ist War ja mal bei einem absolut gruselig CDUler, und muss man dazu anmerken. ja, das hat auch mit einer Friedenspartei nichts zu tun. Das ist das exakte Gegenteil, was da einige Leute an den Tag legen. Also auch da habe ich aus dem sozialpatriotischen Flügel gemäßigtere Töne gehört. Ja, also ich bin ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du unserem Stream vorhin zugeschaut hast. Da war ich mir auch vorhin sehr uneinig mit Cat, was jetzt die Palästina-Demos und Israel und so betrifft. Also ich bin da wirklich auch eher neutral unterwegs und ich gehe da ja auch nicht mit, jetzt zu sagen, ja, wir sind jetzt hier ähnlich wie es letztes Jahr mit Ukraine war, dass wir jetzt hingehen müssen und sagen, ja, wir sind solidarisch mit Israel. Nein, bin ich auch nicht. Ich sehe, dass das ein sehr alter und langer und komplizierter vor allem Konflikt ist, wo man da gar nicht so leicht drüber urteilen kann und dass beide Doch, so ein als bisschen ihre Deutsche können wir da ziemlich Sichtweise leicht haben. urteilen. Also als Deutsche können wir sagen, wir haben Interesse daran, Handel mit diesen Regionen zu treiben. Wir haben Interesse daran, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt und dass wir vor allem keine Flüchtlinge hierher bekommen. Und das geht am Ja. besten mit einer diplomatischen Lösung. Und solange Israel halt den Bürgern, die da leben, nicht die israelische Staatsbürgerschaft geben will, also dieses Land quasi annektieren will und die Leute zu Israelis machen will. Also das, was Russland gerade in der Ukraine macht, das Gebiet annektieren und den Leuten die eigene Staatsbürgerschaft in die Hand drücken will. Solange bleibt nur noch die Zwei-Staaten-Lösung. Und da muss man sich natürlich dann diplomatisch für einsetzen. Ich meine, Und da Israel hält ja quasi gerade militärisch die Hand über das gesamte Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordanfluss, will den Leuten, will den Palästinensern, die in diesen Gebieten leben, aber nicht dieselben Bürgerrechte gewähren wie Israelis. Und das ist der zentrale Konflikt. Es ist halt, am Ende ist halt eine schwierige Sache. Es ist ja so, dass im Vordergrund immer unsere Interessen als Deutsche stehen.
im deutschen Interesse ist es, dass es nicht eine Eskalation zum Dritten Weltkrieg gibt, dass es keine Migrationsströme nach Deutschland gibt und halt, dass man einen möglichst guten Handel hat. Das sind unsere Interessen. Alles andere kann uns erstmal egal sein. Da bin ich absolut bei jetzt dir. Jetzt ist das Problem, was macht man jetzt? Eine Zwei-Staaten-Lösung sehe ich eben als nicht mehr möglich, da man das halt schon hatte. Und ich glaube nicht, dass man sich seitens Israel dazu bereit erklären wird, dass man den Gazastreifen und hier, boah, wie heißt die andere Region da? Und die andere Region da, dass man... Westjordan, oder? Nee. Westjordanland, in Israeli würde sagen Judäa und Samaria. Ich glaube nicht, dass eine Zwei-Staaten-Lösung von Israel akzeptiert sein wird. Und das ist leider das, worauf man am Ende hinarbeiten muss, auf eine Lösung, die von beiden Seiten akzeptiert wird. Ja, also das Westjordanland, also wir haben ja zwei unterschiedliche Gebiete. Der Gazastreifen ist ja ethnisch palästinensisch besiedelt, das Westjordanland durch die israelische Siedlungspolitik mittlerweile binational. Das heißt, im Westjordanland muss man halt darüber reden, wie man eine israelische Annexion hinbekommt, ohne die dortige Bevölkerung zu vertreiben, was die Nachbarstaaten Syrien und Jordanien nicht akzeptieren werden. Also Jordanien hat schon gesagt, Vertreibung der Palästinenser dort wäre ein Kriegsgrund. Also muss man auch immer sehen, dass Israel Nachbarstaaten hat, die nicht sondern gut auf Israel zu sprechen sind. Also als einfach zu sagen, Israel akzeptiert bestimmte Forderungen nicht, macht man sich auch zu einfach, weil Israel eben noch in einer Region liegt, die, wie gesagt, wo viele Staaten Konflikte mit Israel haben. Und die Palästinenser am Gazastreifen, die kann Israel ja auch nicht einfach vertreiben. Also Ägypten hat schon angekündigt, dass es diese Palästinenser auf keinen Fall aufnehmen will. Und es ist ja durchaus auch in unserem Interesse, dass diese Leute, die ethnischen Palästinenser jetzt zum Beispiel, da auch ihre Heimat behalten. Weil was wäre sonst die Konsequenz, wenn sie diese Heimat verlieren? Ja, Migrationsströme noch und nöcher nach Europa. Genau, wenn Ägypten diese Palästinenser jetzt aufnehmen würde, also was wäre denn für Ägypten leichter, als die Palästinenser alle weiter nach Libyen zu schieben und dann denen zu sagen, seht mal zu, wie ihr klarkommt. Viele von denen würden dann eben in ihrer Verzweiflung ein Boot nach Europa nehmen. Und genau das Gleiche wäre übrigens im Norden. Also wenn Israel da mit seiner Politik in Gaza noch weitermacht, könnte sie ja zum Krieg mit der Hezbollah kommen. Was passiert dann? Dann werden viele Libanesen vertrieben. Wo landen diese Libanesen? Die landen erstmal in der Türkei. Von der Türkei ist es nicht mehr weit nach Europa. Ja, es sind ja selbst jetzt, habe ich auch in einigen Artikeln schon gelesen, diese letzten Wochen. Es sind ja bereits schon seit dem 7. Oktober auch einige aus Palästina hier angekommen. In Deutschland schon. Ja? Es sind jetzt auch nicht gerade wenige sogar tatsächlich. Was dann natürlich auch wieder für mehr Destabilität auf den Straßen sorgt, mit den ganzen Demos und so weiter und so fort. Weil diese Leute werden sich natürlich da irgendwie für ihre Interessen dann auch einsetzen wollen. Wenn da in ihrem Land da halt die Hütte brennt, ne? Ja, ja. Also man hat es ja in Syrien gesehen. Wenn in dieser Region ein Krieg tobt, dann landen halt Flüchtlinge mitunter auch in Europa. Das haben wir gesehen. Und als die Flüchtlinge in Griechenland waren, da konnten wir nicht mehr viel machen. Also wenn die in Griechenland waren, dann waren sie in Griechenland und dann hätten sie, selbst wenn alle anderen EU-Länder gesagt hätten, wir wollen die nicht, hätten sie dann irgendwann griechische Staatsbürgerschaften gehabt, Arbeitnehmerfreizügigkeit und wären auch zu Europäern geworden. Das heißt, sobald die Flüchtlinge in Europa sind, hast du es super schwer, die wieder loszuwerden, selbst wenn du jetzt eine richtig harte Migrationspolitik willst. Das heißt, das Beste ist erstmal alles dafür zu tun, damit möglichst keine Flüchtlinge entstehen und in unserer unmittelbaren Umgebung. Syrien, Israel, da hat die Europäische Union allein durch ihre wirtschaftliche Macht, also hätte sie einen großen Hebel, um da solche Flüchtlingsströme zu verhindern. Bist also ein Fan des Faschisten Höcke und bist gegen Migration. Aha, so langsam fügt sich hier alles zusammen. Du wirst hier heute noch gecancelt, das sage ich dir. Du wirst morgen keinen Kanal mehr haben. Dann war da hätten wir auch schon ich habe vor ein paar Tagen mit dem FDPler gesprochen, also ich kann mit jedem reden. Was findest du schlimmer, FDP oder AfD? Das ist jetzt noch eine wichtige Frage. FDP findest du schlimmer, weil sie noch neoliberaler sind, nehme ich an? Die finde ich sogar schlimmer als die Grünen, ja. Das ist okay. Also die Partei, wo ich mich am meisten freuen würde, wenn sie aus dem Bundestag fliegt.